So, hallo und wir machen mit der kratzigen Stimme weiter bei SMW Expansion. Das letzte Mal haben wir hier einen ganz tollen Schlüssel gefunden, der echt super versteckt war. Und jetzt machen wir die nächste Boo Fortress. Ah, ich freue mich. Ach, also die Donkey Kong Musik, die mag er ja bei den Blue Fortresses. Die ist aber auch echt schön, die passt auch dazu. Das war irgendwie blöd. Alter. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Aua. Jetzt geht's nach unten und wir wollen nach oben und hier die Säge überspringen. Ich würde ganz gerne mein Power-Up behalten, wer weiß. Was ist denn hier? Aha. Hä? Sowas wie ein Stern wäre mal ganz geil. Was ist das denn hier? Hä? Kriege ich hier oben vielleicht einen Stern? Nee. Hä, wozu ist das denn dann da? Nur für eine Yoshi-Coin oder was? Wow. So geil bin ich dann auch nicht auf Yoshi-Coins. Ah, Moment. Wir können hier ja gerade mal was machen. Tja. Ja. Sowas darf man nicht bauen. Sowas darf man nicht bauen. Das geht nicht. Das geht nicht. La 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 la. Gucken wir mal, wie einfach die Yoshi-Coin zu holen ist. So war das natürlich gedacht, ne? Ganz klar. Ja, also ich mach mir jetzt so. Hui. Wer es nicht versteht, wenn man mit dem Seil sozusagen gegen was Festes fährt. Ganz ehrlich, anders kann ich mir solche Stellen aber jetzt auch nicht erklären, wie man die hätte machen sollen. Wenn man mit einem Seil gegen was Festes fährt, quasi hängen bleibt, so wie ich das gerade gemacht habe, dann denkt das Spiel, die ganze Welt wäre das Seil. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Dann ist plötzlich überall das Seil, das heißt, man kann im ganzen Level klettern. Das Level wird sozusagen zu einem riesigen Netz. Unsere SMW-Profis dürfen mich jetzt verbessern, wenn ich totalen Stuss erzähle. So. Jetzt ist der Effekt natürlich weg. Das ist in Super Puzzle... Das ist in Super Puzzle World natürlich, Scheißdreck. Irgendwie blöd. Das ist in Super Puzzle World Pflicht gewesen, sowas zu können, und in Nerf World. Deswegen kann ich das halt auch. Boah, Super Puzzle World, ey. Das war noch Zeiten. Und ich sehe gerade, das ist exakt derselbe. Ja, das ist exakt derselbe. Derselbe Weg wie in Dingens. Den hat er nicht editiert. Der hat nur das Zeug anders ein bisschen rumgebaut. Das ist exakt derselbe Weg wie im siebten Schloss. In SM World. In SM World. Genau, in SM World. Ich würde ja gerne... Nee, komm. Machen wir. Wir warten hier. Der kommt ja wieder zurück. Wir können nur nicht vorspulen. Aber... Hier ist einfacher zu warten. Sogar immer herausfordernder. Mal muss man ein bisschen warten, mal muss man schneller drauf. Und da ist es. Um Gottes Willen, jetzt... Nee, nimm doch nicht die Viecher mit. Oh, Gott sei Dank. Nein, jetzt bin ich auch noch voll da reingerasselt.
Genau, jetzt machen wir die Schlangenlinie nach unten. Und dann geht es da drüben gleich wieder ganz weit nach oben. In diesem Treppenstüfchen. Genau. Und dann haben wir es. Ach nee, jetzt geht's nach unten. Und da unten war im Original war da was. Aber hier nicht. Okay. Im Original war da unten dann Midway Point und so Zeug. Ich rassel in jeden von den Stachelviechern rein. Wie heißen die nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Stirb. Stirb. Kann ich da runter? Jo. Dann machen wir das. Ich glaube, ich soll sogar den Weg entlang gehen, bevor das sich abbaut. Würde jetzt Sinn machen. Uah. Warten. Hoch. Jupp, da haben wir's. Okay, gut, 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 gut. Buring. Ach ja, wir sind ja... Stimmt, wir sind ja in einem Boo-Fortress. Dafür, dass wir bisher noch gar nichts von Boos mitbekommen haben, spammt uns jetzt mit Boos zu. Ach richtig, wir waren in einem Boo-Fortress. So, Big Boo. Nein! Nicht dieses Scheißvieh. Wieso trifft denn der mich da unten nicht? Mir soll's recht sein. Ach, okay, wir müssen diese Shining-Dinger einsammeln. Ich glaube, da... Ah, da oben ist eins. Fuck, habe ich am Anfang eins verpasst? Ich hoffe nicht. Mal kurz gucken. Glaub nicht, oder? Oh, jetzt hat er mich auf einmal getroffen. Vorne hat er mich da nicht getroffen. Was ist denn jetzt los? Voll fies. Nee, am Anfang habe ich nichts verpasst. Okay, gut, gut. Bam. Das ist mal eine geile Idee. Wusste gar nicht, dass man sowas machen kann mit dem. So Schein, so Glitzerteile verstecken und die töten ihn dann. Das ist cool. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Nicht so wie beim Boot. Wo dann unser Deppel fast einen Herzkasper gekriegt hätte. Conan, das ist normal in SMB. Ist ja gut. Ich bin kein Profi. Ach ja, ist schon schön. Stirbst du jetzt auch beim fünften? Nee, anscheinend nicht, weil das Level weitergeht. Au! Ach so, man hätte jetzt auch weitergehen können, ne? Gucken wir kurz mal. Man hat also mehr Möglichkeiten, wenn man ihn nicht schafft auf den fünften. Sehe ich das richtig? Allerdings ist das ziemlich assi, hier rüber zu gehen. Okay. Ich will jetzt mal kurz gucken, was noch so alles kommt. Da wäre noch eins, damit hätten wir ihn dann auch geschafft. Jedes Ende ist schöner. Und da unten ist auch noch eins. Viele Wege töten den Bu. Da ist dann auch noch eins. Das sammle ich jetzt nicht ein, um es zu demonstrieren. Ihr wisst, was passiert. Ich will gucken, wie weit das Level gebaut ist. Da unten ist auch noch eins. Und da ist das letzte. Das nehmen wir uns. Nein, wir nehmen uns genau dieses. Dieses und kein anderes. Komme ich da nicht mehr hoch? Ah, scheiße. Dann eben mit deiner Hilfe. Mit deiner Hilfe werden wir dich töten. Oder ich komme doch noch hoch. Wow, wieso bin ich jetzt hier auf einmal? Yay! Ha, sehr schön.
Okay. Coole Idee. Das gefällt mir wieder sehr gut. So, wo kommen wir denn hier hin? Cloudy Heaven 3. Dann machen wir den erstmal. Mit Orangenpilze. So, und er hat's wieder getan. Ja, das wäre hier so ein Level mit, du musst ganz viel on off drücken, damit sich der Weg ständig ändert. Sollen wir das richtig spielen? Da ist eigentlich nicht so die Lust drauf. Ich mag diese Line-Guided Level nicht. Die sind ähnlich wie Scrolling. Das ist immer so, wenn du nicht von selbst nur nach vorne kommst, sondern immer warten musst, dass irgendwas passiert. Das ist doof. Sonderlich schwer wäre das jetzt, glaube ich, auch nicht gewesen. Komm, wir ändern mal den Weg. So. Ach ja. Vor allem gleich ganz zu Beginn hat er es getan. Ganz zu Beginn hat er es getan. Ich meine, gut, das kann er natürlich nicht wissen. Weil das. Da muss man schon diese ganzen doofen Glitch-Hacks spielen, um sowas zu lernen. Ich finde es einfach nur cool. Du, was ist eigentlich da oben? Warum sind das so Dinger nach oben? Bestimmt nur ein Leben oder. Oh, was? Vor allem, ich hüpfe hoch und statt das könnte ich klettern. Naja. Jetzt ist der Effekt natürlich weg. Pilz! Ist in euch auch irgendein Power-Up? Kein Power-Up. Kein Power-Up. Okay. Ups. Ich brauche noch ein Power-Up vielleicht. Nö, keins. Na gut. Hier kommt man auch hoch. Boah, meine Stimme, ey, versagt komplett. Oh, Federn. Cool. Sehr gut. So, was haben wir? Hier unten wäre jetzt eine Röhre. Aber da wir ja die ganze Kacke haben, gibt's einen Mond. Okay. Und jetzt ist der Effekt weg. Das lassen wir jetzt auch so. Wenn jetzt nicht nochmal sowas kommt, dann machen wir den Rest jetzt richtig line-guidig. Aber wenn er da unten jetzt wieder irgendwas in den Weg gebaut hat, dann hat er Pech. Dann hat er definitiv Pech gehabt. Bisher hat er es nicht getan. Nö, sieht nicht so aus. Na gut, dann machen wir den Rest des Levels normal. Aber hier, das ist wie Scrolling. Ich muss warten, bis was passiert. Und na gut, wir haben es ja schon. Bin schon still. Jetzt ein Peace Ridge, Mensch. Nee, das soll man natürlich mit dem Flugdingens da holen. So, jetzt kommen wir hier hin, dann machen wir das Level noch. Dann haben wir hier den Rundkurs fertig und dann beenden wir die Aufnahme. Och. Scrolling! Mach mich wahnsinnig! Wie viel Scrolling baut der noch ein? So, danke. Jetzt kann ich nicht mehr vorspulen, weil jetzt so ein Mist hier ist. Ja, geh ruhig hoch. Jetzt hier kann ich auch nicht vorspulen. Uah, jetzt kann ich erst recht nicht mehr vorspulen, wenn jetzt die Viecher ständig kommen. Schade. Gibt's eine Abkürzung, Abkürzung, Abkürzung? Nö. Denn Secret Exit hat es ja nicht gehabt. Dup. Dup. Ich meine, bisschen Scrolling ist ja okay, aber es häuft sich langsam echt. Ja. Naja.
Wir werden auch dieses Scrolling-Level noch überstehen, irgendwie. Bin ich mir ganz sicher. Du darfst jetzt rübergehen. Danke. Hey, die Viecher schießen nicht mehr. Ich kann wieder vorspulen, wenn irgendwo Stille ist. Na. Da unten zum Beispiel. Hui. Ach so. Das Ende. Gut, Scrolling geschafft, hoffentlich. Nicht noch mehr Scrolling jetzt. Gott sei Dank. Die Palette ist cool. Es hat so was Weltraumartiges. Oh oh. Ist ja doof. Jetzt glitsche ich mich gleich tot, wenn ich das hier so mache. Okay. Den Weg baue ich hier nicht ab. Ah, das sieht gerade cool aus hier. Und auch hier, muss ich sagen, passt die SMW-Musik wirklich gut dazu. Also insofern, doch. Es gibt tatsächlich Level, in denen sie noch gut passt. Einfach, weil es wirklich so richtig, also es ist so richtig Vanilla, das Level. Es ist eigentlich überhaupt nichts Custom, außer die Palette, ne? Habe ich zumindest den Eindruck. Stimme, komm wieder nach Haus. Geh nie wieder hinaus. So, zack. Okay, haben wir es geschafft. Dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Dann kommen wir wahrscheinlich in den siebten... Entschuldigung. Ins siebte Schloss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.